bin auf der Suche nach Leuten, die mir eine Unterschrift geben zum Thema Impfpflicht. Und zwar möchte ich unbedingt, dass natürlich alle geimpft werden, damit wir nicht nochmal im Lockdown landen. Da bist du auch dabei. Bin ich dabei. Ja. So eine indirekte Impfpflicht ist schon das Richtige. Also besser durch die Hintertür? Ja, ich glaube, das ist schon besser, weil sonst wird das zu viele Demos geben. Aber das Einzige, was an dieser Impfung sicher ist, das ist, dass die Pharma Riesenmengen Geld damit verdient. Weil es gibt ja immer mehr Leute, die jetzt irgendwie sich den Peaks gar nicht mehr abholen wollen. Das geht ja nicht so weiter, ne? Das ist auch ein bisschen lächerlich. Und als Belohnung nur eine Bratwurst wollen. Ja. Dann holen wir uns die auch alle im Nachhinein noch. Das sind überhaupt so Verschwörungstheoretiker. Ja, die werden auch, diese Querdenker werden auch immer radikaler, ja, ne? Muss man ja mal sagen. Das sind die nicht, aber... Naja, da... Da kommen hier diese Xavier Knight. Ja, aber Geist, also, die ein bisschen zurückgeblieben sind. Für die Impfpflicht. Bist du verrückt? Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute hier vom Hamburger Jungfernstieg. Die Impfbereitschaft der Deutschen geht immer weiter zurück. Und bevor wir im Herbst wieder im Lockdown stehen, weil es immer mehr Impfmuffel gibt, wollen wir heute mal gucken, wie weit würden die Hamburger gehen. Wir haben eine Petition vorbereitet und wollen mit versteckter Kamera gucken, ob die Leute für eine Impfpflicht unterschreiben würden. Also, auf geht's. Moin, darf ich euch einmal ansprechen? Ich bin auf der Suche nach Leuten, die unterschreiben für die Impfpflicht. Sonst stecken wir ja bald wieder im Lockdown, ne? Die Delta-Variante ist ja auf dem Vormarsch. Komplette Impfpflicht? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja gar keine Alternative. Nee. Es gibt so... Doch, also ich finde Impfen auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, eine Impfpflicht, das ist, glaube ich, too much. Warum? Ich weiß nicht, weil dann das komplett die Grundrechte so einschränkt. Also ich bin selbst doppelt geimpft, vollständig durch. Ich bin gar keine Impfgegnerin, aber ich glaube, das Impfpflicht... Naja, aber es ist die einzige Lösung. Wir müssen jetzt einmal Solidarität zeigen. Ich glaube, so eine indirekte Impfpflicht ist schon das Richtige. Also besser durch die Hintertür? Ja, ich glaube, das ist schon besser, weil sonst wird das zu viele Demos geben oder so ein Kram. Also dann regen sich Unruhen und dann wird es eine gespaltene Gesellschaft, glaube ich. Also besser durch die Hintertür, dass man ich die... Ich glaube halt zum Beispiel, dass man dann Selbsttests nicht mehr kostenlos anbietet, eher so in da die zwingt Richtung. Man die Leute schon so ja, hintenrum. Dann muss man sich eigentlich impfen lassen. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ja, okay. Gut, schönen Tag noch. Moin, darf ich Sie kurz ansprechen? Ich sammle heute Unterschriften für die Impfpflicht. Weil wenn das so weitergeht, dann landen wir direkt wieder im nächsten Lockdown. Es ist ganz vorbildlich, dass Sie hier die Maske tragen und es geht und ja... Ich auch doppelt geimpft bin. Ja, super. Das ist ja toll. Weil es gibt ja immer mehr Leute, die jetzt irgendwie sich den Peaks gar nicht mehr abholen wollen. Das geht ja nicht so weiter, ne? Das ist auch ein bisschen lächerlich. Und als Belohnung nur eine Bratwurst wollen. Ja. Dann holen wir uns die auch alle im Nachhinein noch. Ja, ja. Es kann ja nicht sein, dass wir dann wieder im Lockdown landen. Ich bin auch doppelt geimpft. Weil sich der Rest weigert. Ne? Jetzt muss man einmal Solidarität zeigen. So, ich hoffe, dass das zu lesen ist. Vielen Dank. Ja, das ist gut. Das ist Bielefeld. Aber das okay. Ist ja egal. Mach Hauptsache die Unterschrift. Vielen Dank. Würden Sie da unterschreiben, ja. Weil wenn das so weitergeht, dann landen wir wieder im Lockdown wegen den ganzen Leuten, die sich hier Sauerei weigern. Ist das alles. Ja. Jetzt muss man einmal Solidarität zeigen, ne? Machen ja viele. Wir sind schon im Mai geimpft. Ja, aber jetzt. Wir sind vom Osten, bei uns wurde immer geimpft. Als Kinder schon. Ja. Wir kennen das ja nicht. Aber viele, viele weigern sich jetzt, ne? Also die Impfbereitschaft geht immer weiter zurück. Na, schlimm, schlimm. Ja. Eine blöde lange Adresse. Ja, macht nichts. Noch. Macht nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte. Schönen Tag noch. Darf ich Sie einmal ansprechen? Nein, danke. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der unterschreibt für uns, für die Impfpflicht. Weil wenn das so weitergeht, landen wir ja direkt wieder im vierten Lockdown im Herbst. Für dich. Ja, sehr gut. Die Leute sind ja immer impfmüder und es muss jetzt einfach eine Impfpflicht her. Andernfalls werden wir nochmal im Lockdown landen. Ne? Du musst jetzt einmal Solidarität zeigen, sonst. Macht uns die Delta-Variante fertig. Darf ich Sie einmal ansprechen? Ich bin auf der Suche nach Unterschriften für die Impfpflicht. Weil es gibt ja immer weniger Leute, die sich bereit erklären, sich zu impfen, jetzt wo man einmal Solidarität zeigen muss. Nicht, dass wir im Herbst wieder im Lockdown landen, ne? Kennen Sie denn viele, die sich weigern, sich zu impfen? Nö, ich
komme auch nicht von hier. Und bei Ihnen impfen sich alle? Ja. Ja, da haben Aber Sie Glück. Wir haben trotzdem auch noch genug Leute, die es nicht impfen. Sie sich weigern? Ja. Und was machen Sie da? Also ich treffe mich jetzt mit meiner Freundin gerade hier beim Alex. Da kommst du jetzt nur noch rein, wenn du geimpft bist. Ja, das ist ja vernünftig, ne? Finde ich, oder? Aber ich finde das toll, aber ich glaube nicht, dass das... Dass sich das durchsetzt? Ja. Ja, aber es ist ja die einzige Möglichkeit, oder? Ja. Was gibt es für eine Alternative? Also ich denke, dass sie darauf rauslaufen, dass es nicht als Impfpflicht verkauft wird, sondern dass es mehr, wenn du nicht geimpft bist oder nicht genehmigt. Dann hast du Nachteile. Ja, aber da, so zwingt man ja die Leute, das ist die einzige Möglichkeit, ne? Ich sammle Leute Unterschriften für die Impfpflicht. Für die Impfpflicht? Ja, unbedingt. Ja, haben wir schon. Ja, ja, aber für die Impfpflicht. Ich meine, es gibt so viele Leute, die wollen sich den Pieks nicht abholen. Jetzt muss man einmal Solidarität zeigen. Oder wie sehen Sie das? Von mir ja. aus. Also ich finde es eigentlich besser, wenn man jetzt die Tests irgendwie kostenpflichtig macht. Ich meine, die Leute sagen, dann ist es von hinten rum. Ja, aber so ist es halt. Ne? Ja. Aber jetzt wirklich jemanden zu zwingen. Aber ist das nicht dasselbe? Nee, ob man jetzt den Test nicht. Kostenpflichtig macht? Wenn ich die Hosen so voll habe von dieser Impfung, dann muss ich halt sagen, gut, dann darf ich ja nirgendwo mehr hingehen. Ne? Also, ne, da bin ich, da kriege ich noch nicht hin, ne? Zu sagen, so, ich will das Leuten aufzwingen, irgendwie ja. sich so ein Pieks. Ja, aber wenn wir alle wieder in Lockdown müssen im Herbst, was ist dann? Ja, ist auch scheiße. Ne? Ja. Klar. Und jetzt haben alle, sind die Leute in Vorleistung getreten, haben sich geimpft und jetzt müssen aber alle wieder in Lockdown, müssen wir auch alle stehen in einem Sack. Ich habe nicht gelesen, man sollte oft Solidarität gegenüber denen, die nicht sich impfen lassen wollen, haben. So wäre denn uns gegenüber die Solidarität. Ja, und hätten sich alle Erwachsenen geimpft, habe ich jetzt gelesen, dann müssten jetzt auch nicht noch die Kinder geimpft werden, ne? Müsste man jetzt mal... Also ich habe damit kein Problem. Ja, ich dann gerne, los. Das ist gut. Haben Sie die Impfung denn gut vertragen? Beim zweiten Mal hat es mich weggehauen. Oh. Beim ersten Mal gar nichts. Ne? Beim zweiten Mal, da habe ich gar nicht mehr mitgerechnet. Aber gut, alles besser, als irgendwie so einen Scheiß zu kriegen. Ne? Ja, klar. Ja. Er hatte gar nichts. Ja, bald gibt es ja schon die dritte Impfung. Ne? Dann ja, Anfang nächstes Jahr, schätze ich. Ja, das ist gut. Ist mir auch egal mit was. Ja, mit Bissingen egal? Ich habe damals die Astra, ich habe gesagt, ich wäre nach Berlin gefahren, also sind 600 Kilometer, ist ja echt auch zu Hause mit der Dinge da rein und Thema erledigt. Ja, klar. Ja, dann kam Kreuzimpfung gut, ein paar Länder sagen, Kreuzimpfung gilt noch nicht, aber bis nächstes Jahr ist er doch wieder okay. Ja, eigentlich sagt man ja, das ist das Beste. Aber ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass auch Geimpfte krank geworden sind. Ja. Und da habe ich auch ein bisschen Bedenken und denke mir so, das wurde mir aber anders verkauft, ne? Nee, das ist ja so. Das sind ein paar 90%, dass man es nicht kriegt, aber keine 100. Genauso ein paar 90%, dass es nun halt mal kein schwerer Verlauf ist. Kann aber trotzdem kommen. Ja, das stimmt. Also 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber... Ich habe zweimal gehabt. Die ist arbeitet in Altenheim, auch über 60, Petra hier, ne? Wo Melli sagte, meine Mutter hat schon zweimal gehabt. Und ist sie geimpft? Ja. Und zweimal schon Corona gehabt? Ja. Aber anscheinend so locker überstanden, dass wir da nichts von gehört haben, ne? Wir gehen davon aus, dass man irgendwann ist, hat halt wie eine Erkältung oder eine Grippe. Ja, hoffentlich. Moin, moin! Darf ich Sie kurz ansprechen? Ist ganz wichtig. Ich sammle Unterschriften für den Impfzwang. Wenn das so weitergeht, stecken wir im Herbst wieder im Lockdown. Und wir müssen unbedingt die Herdenimmunität erreichen. Also sammle ich jetzt Unterschriften. Weil jetzt ohne Adresse, oder? Ja, es reicht auch, wenn Sie unterschreiben. Aber es geht ja so nicht weiter. Nö. Jetzt muss man einmal Solidarität zeigen. Kennen Sie noch Leute, die sich weigern, sich impfen zu lassen? Nein, bis jetzt noch nicht. Oh, da haben Sie aber großes Glück, ne? Ja. Aber die Impfbereitschaft in Hamburg geht immer weiter zurück, ne? Es geht keiner mehr hin. Hier. Ja, sehen Sie mal. Ich komme aus einem anderen Bundesland. Ja, hier möchte sich keiner mehr impfen lassen. Und das müssen wir jetzt mal irgendwie in den Griff kriegen, ne? Bevor wir wieder im Lockdown sitzen. Oder nur Lockdown für die Ungeimpften. Also ich habe heute gelesen, auf Google, da ist irgendwo ein Restaurant, die haben nur für Ungeimpfte auf. Nur für Ungeimpfte? Nur für Ungeimpfte. Und was halten Sie davon? Gar nichts. Ja, nichts. Was ist das denn? Also da, ich habe gerade von einer... Freiheit haben, so ja. ein bisschen, ne? Aber wir haben nicht so richtig Freiheit gekriegt jetzt, ne, durch die Impfung bis jetzt. Nee. Die uns versprochen wurde, noch nicht so richtig, nee. Ne? Ja, aber so, was soll's, kommt. Die Impfung, wenn ich die habe, schütze ich mich. Und nicht, dass alle Leute meinen, ich muss mich nicht mehr testen lassen, so ein Schwachsinn. Nee, ich bin genauso Überträger und kann es kriegen. Und was machen Sie jetzt, wenn der Test aber immer wieder was kostet? Keine. Dann gehe ich nicht mehr essen. Ja, Moment mal. Aber für Geimpfte sollte der Test ja auch kostenfrei sein. Nee, bleibt da nicht.
Die müssen sich dann nicht mehr. Ja, aber die anderen müssen nicht. Die Geimpften müssen nicht testen. Obwohl man ja eigentlich noch, ist eigentlich fahrlässig, ne? Weil man ist ja immer noch der Überträger. Genau. Also bei uns auf der Arbeit wird durchgängig getestet. Zweimal in der Woche weiterhin. Das ist aber das, was alle nicht verstehen. Weil alle Welt sagt, ich bin noch geimpft, ich brauche mich nicht mehr testen lassen. Ja, aber ich kann es ja trotzdem weitergeben. Na logisch, aber das kapieren die Leute alle nicht. Ich wünsche viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Moin, moin. Ich bin auf der Suche nach Leuten, die mir hier unterschreiben, dass es ab sofort eine Impfpflicht gibt. Weil wir müssen ja jetzt einmal Solidarität zeigen. Die Zahlen von den Leuten, die impfwillig sind, gehen immer weiter zurück. Und jetzt, bevor wir im Herbst alle wieder im Lockdown sitzen, bin ich jetzt auf der Suche nach ein paar Unterschriften. Für die Impfpflicht! Ja, für die also wir sind eine Bürgerinitiative und wir reichen das da bei Peter Tschentscher ein und sagen, in Hamburg soll es eine Impfpflicht geben, weil es kann ja nicht so weitergehen. Ne? Wir sind alle in Vorleistung getreten. Können wir ja irgendwie schlecht als Baden-Württemberger. Ja, das ist egal. Also Sie sind ja auch nicht, also wollen Sie noch mal einen Lockdown? Nee, ne? Ja. Und jetzt hat ja die STIKO schon empfohlen, dass auch alle ab 12 geimpft werden können. Fangen wir nicht runter. Ja, aber wenn alle Erwachsenen so solidarisch wären und sich geimpft hätten, dann müsste man die Kinder gar nicht impfen, ne? Ja. Also kriege ich Ihre Unterschrift? Meine nicht. Warum sind Sie nicht dafür? Sind Sie lieber, wollen Sie? Ich bin geimpft, und aber ich finde es durchaus plausibel, wenn einige sagen, ich mag mich noch nicht impfen, ich möchte das irgendwie noch ein bisschen. Die anderen sollen erstmal noch ein bisschen die Versuchskaninchen sein. So ungefähr. Also ich bin ja selber quasi dann auch ein Versuchskaninchen, aber ich kann die durchaus verstehen. Ja. Was hören Sie da so für Begründungen? Das ist irgendwie alles noch nicht ausgereift, ist alles mit einer heißen Nadel gestrickt quasi. Diesen Impfstoff, so gab es noch gar nicht, und ja, kann alles Mögliche bei passieren. Ich glaube es persönlich nicht unbedingt, aber also ich kann die Bedenken verstehen, und dementsprechend, wenn wir in 2-3 Jahren darüber sprechen, ja, werde ich wahrscheinlich sagen, also jetzt okay, erstmal noch freiwillig. Beide kann man Impfpflicht, so wie bei Masern, das mittlerweile dann ja ist. Und was ist, wenn wir im Herbst alle wieder in Lockdown müssen, weil es zu viele Ungeimpfte gibt? Dann sind wir so. Dann sagen Sie, das ziehen wir jetzt nochmal durch, bleiben zu Hause. Dann sage ich, ich bin geimpft, meine Kinder können noch nicht geimpft werden. Dann müssen wir uns was überlegen, was wir mit den Ungeimpften machen. Ja, oder nur die Ungeimpften in Lockdown, ne? Ja, klar, genau. Ja. Das wäre die Lösung. Das wäre die Lösung. Ja. Das muss auch Freiwilligkeit sein. Ja. Aber für die nächsten 2-3 Jahre glaube ich nicht, dass eine Impfpflicht das richtige Mittel der Wahl ist. Okay. Gut, schönen Tag noch. Tschüss. Hallo, ich bin auf der Suche nach Unterschriften für die Impfpflicht. Nö. Den kleinen Pieks, den wollen sich immer weniger abholen. Dann müssen wir jetzt mal irgendwie auf überzeugen. Fall. Oh, das. Stopp! Da muss Nein, ich Sie. Nix, stopp. Nee, da muss ich Sie einmal ansprechen. Nein! Nein. Ansprechen. Wir sind hier vorne. Ich möchte nicht angesprochen werden. Haben Sie was an den Ohren? Oh mein Gott! Oh mein Gott, der war hundertprozentig kritisch. Hallo, darf ich euch einmal ansprechen? Ich bin auf der Suche nach Unterschriften für die Impfpflicht. Es gibt immer weniger Leute, die sich hier impfen lassen wollen. Also müssen wir ja irgendwas machen. Ja, von welcher Organisation? Wir sind von der Bürgerinitiative Bergedorf und wir sammeln heute die Unterschriften, weil wenn das so weitergeht... Für die Impfpflicht? Ja, dann hängen wir im Herbst aber hier wieder alle. Mal geimpft. Ja, ich bin doppelt geimpft. Also ich meine, irgendwelche Vorteile muss ich ja jetzt langsam mal haben. Und wenn wir nicht irgendwie alle solidarisch jetzt sind, dann... Aber für wen denn? Ich gebe gar keine... Also für alle komplett impfst du? Ja, für alle. Für alle, die sich jetzt noch weigern, muss irgendwie jetzt mal was passieren, oder? Hältst du da nichts von? Bist du geimpft? Ich bin geimpft, ja. Ja, was machst du in deinem Freundeskreis so mit Leuten, die sagen, sie wollen sich nicht impfen? Ich bin mit denen nicht mehr befreundet. Echt? Nee, ich... Ja, also ich habe... Habe ich Leute, mit denen ich befreundet bin? Also die nicht geimpft sind, habe ich glaube ich kaum. Also ich bin auch voll für die Impfung, aber dass hier jetzt irgendwie nicht mehr Details stehen, dachte ich, das Dings. Nee, also wir wollen definitiv einfach, dass sich alle impfen lassen, weil die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch. Nicht, dass ihr dann das doch für die... Dass du nächste Woche, dass du nächste Woche einen Trockner bestellt hast oder so. Ja, könnte auch passieren, sei vorsichtig. Nee, oder die komplett andere Meinung, also gegen die Impfung oder so. Nee. Also du hast echt niemanden im Freundeskreis? Wow! Du? Und was sagen die? Stellen sich hin und sind unsicher, weil sie behaupten, die Impfung sei zu ungeprüft und sowas. Aber ich bin trotzdem, ich habe ja auch selber geimpft, aber gegen eine Impfpflicht. Okay. Warum?
sollte ja jedem selber überlassen sein, finde ich. Also ich finde es richtig, den Ansatz, dass man zum Beispiel Tests kostenpflichtig macht. Das ist ja schon, damit stupft man die Leute an. Und ich glaube, mindestens die Hälfte der Leute, die noch ungeimpft sind, machen es eher auch aus Faulheit. Weil denken, ach komm, kann ich mir Zeit lassen und dann... Also ja, wir brauchen ja eine Herdenimmunität. Ja, kann man dann ja gucken, aber Impfpflicht würde ich nicht... Okay, okay. Schönen Tag. Ja, ich bin Tschüss. Hallo, darf ich Sie einmal ansprechen? Ich bin auf der Suche nach Unterschriften für die Impfpflicht. Es gibt total viele Leute, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Und wir müssen irgendwas machen, bevor wir wieder im Lockdown stecken im Herbst. Das habe ich schon. Ja, glaube ich. Aber ja. Was ist mit denen, die sich weigern? Daumenschrauben andrehen. Ja, dafür bin ich. Würden Sie mir einmal unterschreiben? Nee, ich habe meine Meinung und ich kommuniziere die, glaube ich, jedem, der es hören will oder auch nicht. Ja, also Sie überzeugen die in Ihrem Freundeskreis? Mit was für Argumenten? Dass man für sich selbst verantwortlich ist, aber auch für die anderen. Ja, jetzt muss man eigentlich mal Solidarität zeigen, ne? Wichtig ist, mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Ja, das stimmt. Das ist gut. Alles Gute. Tschüss. Für was kann man sich hier anmelden? Nee, ich sammle Unterschriften für den Corona-Impfzwang. Also Zwang? Ja, dass es nicht mehr freiwillig ist, sondern jeder muss geimpft werden. Ja, also dafür wäre ich. Ja, aber du darfst nicht unterschreiben, weil du bist noch nicht 18. Aber seid ihr alle geimpft? Ich bin. Wer ist denn? 21. Na, du bist geimpft und wie hast du die Impfung vertragen? Gut, ich hatte gar nichts. Ich habe 2 Tage gesagt, ich hatte Fieber, das ist toll. Also wie man merkt, hatte ich jetzt Nachwirkung beim Stehen. Manchmal geht das 1a, okay. Ich hatte auch nichts. Seid ihr alle geimpft? Ja. Echt? Mir geht's super. Habt ihr das selber gewollt oder haben eure Eltern auch gesagt, mach das mal? Ich kann euch nicht verstehen mit der Maske. Also der rechte Arm ist nicht vor. Er kann immer so machen. Echt? Ja, es ist schade, ich verstehe es auch nicht. Wie lange bist du geimpft? Boah, schon ein Jahr fast. Also ich war ganz am Anfang dran. Arbeitest du in so einem Beruf, dass du... Ja, ich habe Gott sei Dank, ich war so ein Versuchskaninchen, das als allererstes dran war und ich habe es aber überlebt. Was hast du gekriegt? Ich habe BioNTech bekommen. Ja, und beides gut vertragen? Ja, beide. Und jetzt kriege ich im September schon die dritte. Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Schon so ein Booster. Okay, warum jetzt? Ja, weil die sagen, 2 Impfungen reichen jetzt nicht mehr. Jetzt lassen die Antikörper langsam wieder nach. Jetzt braucht man schon einen dritten. Also ich bin jetzt seit Anfang Juli erst durch. Also mit meinen 14 Tagen dann. Ja. Man sagt ja, glaube ich, dann will ich denke ich nächstes Jahr einfach machen. Aber ich werde mir die dritte aufholen damit. Ja klar, damit man da auch alles vollständig hat. Ja. Klar. Drück dir ganz fest die Daumen. Ja, vielen Dank, alles Gute. Haben Sie denn in Ihrem Bekannten oder im Umfeld irgendwie noch Leute, die sich weigern? Ja. Und wie gehen Sie mit denen um? Ja, was soll ich machen? Die versorgen meinen Vater, meinen 92-jährigen Vater. Das war ungeimpft? Schon mal, ungeimpft haben doch Leute den ganzen Lockdown über immer junge Leute ins Haus geschickt. Was heißt junge Leute? So um die 40 sind die, ne? Wo ich gesagt habe, das kann alles nicht wahr sein. Aber wie jetzt so ist, hat alles gut gegangen. Das war natürlich für die auch wieder ein Argument zu sagen, siehste, kann ja nicht so schlimm sein. Ja. Und Ihr Vater mit 92 ist auch geimpft? Ja, der ist seit Januar dann geimpft. Ja, dann kann ihm ja nichts passieren, oder? Ja, wie Sie es gerade sagten, es werden ja Leute trotzdem krank, ne? Es ist, wie es ist, ne? Ja, aber das ist so eine Sache, die sind aber auch so, das sind überhaupt so Verschwörungstheoretiker. Ja, die werden auch, diese Querdenker werden auch immer radikaler, ja, ne? Muss man ja mal gut sagen. Das sind die nicht, aber... Naja, da... Da kommen hier diese Xavier Knight, ne? Irgendwie, Geist, also, die ein bisschen zurückgeblieben, sagen wir mal. Ja. Ja. Aber die Familie, was soll man machen? Ja, okay. Ja, wir sind eigentlich lieb, aber ja, es ist wirklich so, da fehlt eine Menge an Bildung. Wir haben beide keinen Schulabschluss, wirklich keine Ausbildung. Wir sind herzensgut und arbeitsam, aber... Und sind jetzt noch Corona-Leugner? Ja, was heißt Leugner? Sie sagen schon, das gibt es, aber es wird wohl nicht so schlimm sein. Man redet sich so... Ja. Ne, man nimmt mal dieses Argument, mal das Argument und die haben auch schon erwachsene Kinder und der Tochter haben sie es verboten, sich impfen zu lassen, weil die ja noch Kinder kriegen soll. Und hätten Sie sich denn geimpft, wenn Sie jetzt erst 20 gewesen wären, dann das auch? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich bin nämlich auch nur Schisser. Ne? Ich hätte mir da schon Kopf drauf gemacht. Ne? Ist komisch, ne? Dass wenn man dann eine Ecke älter ist, dass man dann einfach sagt, ach ja, nehme ich, aber dann, wenn man jünger ist. Ja, aber letztendlich ist es ja so, ne? Man hat schon eine Menge erlebt, man will sich nicht mehr vermehren irgendwie. Hm. Und da hätte ich, ja, du, das Problem hättest du ja nicht gehabt. Ja, trotzdem. Ne? Guck mal, was auf der Pille draufsteht. Und da kriegst du auch irgendwelche. Ja. Naja, aber die ist trotzdem ja Jahrzehnte getestet, ne? Das muss man ja mal sagen.
Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht in der Situation, ich bin halt. Sie ist halt der etwas mehr ängstlichere Mensch, ja. Und ich sag mir, ich will mein altes Leben halbwegs zurück. Ja, aber jetzt, aber haben wir unser, aber wir haben unser altes Leben ja trotzdem nicht zurück, ne? Noch nicht, also ja, aber ich könnte jetzt gerade, gut, okay, das war mir fast schon ein bisschen zu eng, aber wir sitzen hier in Cafés und so. Vor 2 Monaten oder 3 Monaten dann war das, wo dann auch noch hier Ausgangssperre ja, war. Schrecklich. Ich habe gedacht, ich krieg's über mich. Ja, ja, okay, also. Nee, das verstehe ich. Naja, ja, ja. Ich sammle hier mal weiter und demnächst werden einfach auch die, die sich weigern, geimpft und dann. Ja, ich hoffe, dass man die durch von hinten rum doch irgendwie dann die, die einfach nur unwillig sind, doch noch dazu ja, ein bisschen bringt, überredet. Wenn jemand totale Angst zu davor Not hat. Verbote aussprechen, Testkosten Geld. Ja, ja, dann läuft das, ne? Ich hoffe, dass es so läuft. Ja, wenn es ne? teuer genug ja. ist, dann knicken ja. die Leute irgendwann ein. Ja, und unbequem genug. Ja. Ne? Also hier meine Nichte und ihr Mann, von denen ich gerade erzählt habe, die haben schon gesagt, ja, wir befürchten, irgendwann müssen wir. Ja. Und wir zögern es noch raus. Ne? Ja, die solche. Leute wird man damit verfolgen. Vielen Dank, schönen Tag noch. Hallo, darf ich euch ansprechen? Ich bin auf der Suche nach Leuten, die mir eine Unterschrift geben zum Thema Impfpflicht. Und zwar möchte ich unbedingt, dass natürlich alle geimpft werden, damit wir nicht nochmal im Lockdown landen. Da bist du auch dabei. Bin ich dabei. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Weil wir müssen ja jetzt einmal Solidarität zeigen. Kein Bock mehr auf wieder, also ja. Lockdown. Ah, es gibt jetzt aber nicht mehr so viele, die jetzt zum Impfen gehen und das muss mal irgendwie nachgeholfen genau. werden. Was machst du so mit den Leuten, die in deinem Umfeld sich noch weigern, sich impfen zu lassen? Was sagst du da? Also sagen, hast du ein gutes ich, Argument? Sage ich nicht, weil ich, oder vielleicht verliere ich den Person wegen dem Thema. Ja, ja. Besser, das besser jede so lassen. Ne? Genau. Okay, schönen Tag. Hallo, darf ich Sie einmal ansprechen? Ich suche Unterschriften für die Impfpflicht. Für die Impfpflicht? Ja, wir müssen ja jetzt unbedingt einmal Solidarität zeigen. Ich ja? meine, wenn das so weitergeht, stecken wir im Herbst wieder im Lockdown. Na, ich weiß nicht. Ich arbeite in der Pflege. Ja, das ist ja noch wichtiger. Ich habe die ganze Sache von Anfang an erlebt. Ja, wie die ganze, also für mich ist da vieles, was ich mir nicht erklären kann. Okay. Ich habe das erlebt, wie die Leute positiv getestet wurden, wie sie keinerlei Symptome hatten, wochenlang eingesperrt waren. Und das war so schlimm, die Zeit. Und gerade über Weihnachten und Neujahr, dass ich selber krank geworden bin davon. Aber Kranke mit Corona habe ich wenig erlebt. Jetzt erlebe ich viele, die nach den Impfungen irgendwelche Sachen haben. Und ja. ich sage, nee, also ich bin ja impfkritisch, muss ich gestehen, seit 2017. Okay. Ich gehöre zum Netzwerk Impfentscheid für die freie Impfentscheidung. Ja, genau an die Richtige hier geraten. Ja, schön. Sind sie geraten. Ich bin seit 2014 bei den Mahnwachen aktiv gewesen, weil es ist eben so, dass hier vieles in dem Land so ist, dass es mir nicht gefällt. Ja, okay. Man hört ja vielleicht, ich komme von der anderen Seite vom Zaun. Ja, aber wir haben ja auch gerade schon Leute aus dem Osten interviewt und die haben gesagt, also im Osten wurde immer geimpft. Natürlich ja, haben wir uns direkt war, geimpft, nichts hinterfragt. Das wussten die damals nicht. Dass, also was gemacht wurde lange Zeit, war wirklich notwendig, was bei uns gemacht wurde. Und dann, ich war ja auf der EOS, das nennt ist, was hier Gymnasium ist, dann haben die tatsächlich uns gefragt mit 18, weil wir volljährig waren, ob wir an einer Studie teilnehmen wollen mit Impfung. Und da haben die an uns vom Westen Impfstoffe getestet. Echt? Ja, und das war ganz schlimm. Ich hatte so eine riesige Eiterbeule davon. Schön. Und die hatten aber darauf gedrungen, dass wir da nichts dran verändern sollten. Ich bin nach Hause, habe die aufgemacht, habe geduscht und mir ging es gut. Aber viele von meinen Klassenkameraden waren richtig krank. Oh. Ja, und ich habe erst im Nachhinein, muss ich gestehen, hier in Hamburg erfahren, dass das so eine Studie ja, ja. war. Ich konnte dann wieder eins und eins zusammenziehen. Es ist leider so. Ja, schön. Und das sind so viele Sachen. Und seit 2014 eben, das kann ich einfach nicht mehr mit angucken. Wenn vierjährige Kinder schon fragen, die reden immer nur von Krieg und Schießen, Mama, wenn im Radio Nachrichten laufen, da läuft doch was völlig falsch. Und deswegen bin ich aktiv geworden. Es muss unbedingt was werden. Also ich bin für die freie Impfentscheidung und das bleibe ich auch. Es gibt Sachen, ganz, ganz bestimmt. Aber das Einzige, was an dieser Impfung sicher ist, das ist, dass die Pharma Riesenmengen Geld damit verdienen. Ja, das und das stimmt. ist Folge dem Weg des Geldes. Und ja, den ja. folge ich. Aber wir brauchen doch eine Herdenimmunität. Brauchen wir die wirklich? Bei einer Krankheit, wo die meisten nicht mal noch mal nach. Kühe, ne? Kuh, ja. Hier, wollen Sie unterschreiben für die Impfpflicht? Bist du verrückt?
Ich so sammle jetzt die Unterschriften, jetzt kommen wir im Herbst ja alle wieder in den Lockdown. Damit die Menschen gezwungen, und das Grundgesetz, freiheitliche, demokratische Grundordnung. Ja, aber man muss ja Solidarität auch zeigen jetzt. Ach so, und die die Regierung will jetzt Impfstoffe an die Drittländer schicken. Wo ist, von unserer Steuergelder, wo ist da die Solidarität? Ja, aber jetzt müssen wir einmal alle an einem Strang ziehen. Ich meine, die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch. Ist das jetzt ein Witz oder vom Herzen kommt das? Das klingt so ein bisschen wie Spaß. Das ist ein Vormarsch. Hör mal, gib mir 2 Millionen Euro, dann impfe ich mich. Wenn ich mich impfe, bin ich automatisch an der Studie. Nämlich automatisch an der Studie. Mhm. Das ist eine Pharmastudie. Das heißt, wir haben eine Kurzzeitzulassung, wir haben keine Langzeitwirkung. So, jetzt guckt die Firma, oh, was passiert? Ach, die Daten werden ja peu à peu an die Regierung abgegeben. Und wenn da jemand tot umfällt, ja, es tut mir leid, der war krank. Und wer haftet? Der Arzt? Also, was soll denn das? Ich muss doch. Uns. Ich bin der Altenpfleger, ich muss es ja wissen. Wenn ich weiß, dass ich andere Menschen schütze, sofort. Mir scheiße, also ich bin nicht krank, egal. Hauptsache viele, viele alte Menschen. Mhm. Im Gegenteil. Als Geimpfter kann ich den Virus weitergeben. Ja, warum soll ich auch noch impfen, wenn ich den Virus dann noch weitergebe? Wofür? Ja, aber was ist, wenn wir alle wieder in Lockdown kommen im Herbst? Ach so, wenn die Scheiße bauen, muss ich mich impfen. Da muss ich hier abwählen. Wir sind in einer demokratischen Grundfreiheit. Ich bleibe 2G, gesund und glücklich. Genau. Was ist mit Immunsystem stärken? Das wird von den Politikern und den Medien sowas wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Immunsystem. Das heißt, ein gesunder Mensch wäre gesund. Da passiert nichts. Ich hatte Corona. Auch. Im Gegenteil. Die 3 Tage, Leute, hatte ein bisschen Husten. Die werden mit. Aber dann ist doch super, sind Sie ein Genesener. Das ist ja verständlich. Ja gut, 6 Monate nur. Ich bin durch. Mhm. Letzten Monat durch. Und jetzt? Jetzt kommt Druck. Und jetzt? Aber in der Pflege ist das nicht auch bald auch schon Impfpflicht? Nein, noch nicht. Hoffentlich noch nicht. Noch nicht. Also noch. Ja, gibt es auch keinen Druck vom Arbeitgeber? Ich hoffe nicht, sonst werde ich dich klagen. Werden wir natürlich immer. Es gibt so Hintertüren. Ne? So, würdest du gerne. So, hallo, das ist Privatsache. Mhm. Ne? Also wir drehen hier heute da vorne, ja, da ist ja schon mit der versteckten Kamera. Ja. Hier, der Günther Jauch. Ja. Die muss veräppeln. Günther Jauch war schon ist genesen und er hat sich noch nicht geimpft. Mhm. Er darf noch nicht. Nach 6 Monaten muss man sich impfen. Mhm. Stellt sich da Impfpropaganda und sagt, ich habe mich geimpft. Mit dem kleinen Pflaster. Er hat sich noch gar nicht geimpft. Er ist genesen. Siehst du, wie die Impfpropaganda mit Milliarden. Ich weiß, und das letzte Mal, sagen wir nicht weg. Ein schönes Zitat für dich. Sehr interessant. Habe ich gesehen. Und das ist wirklich vom Herzen. Warum bellt Ambona so? Das ist mein Hund. Ich höre den. Also, ein schönes Zitat von Ian Watson. Ja. Ob du den kennst? Nein. Ian Watson? Nein. Ja, wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt. Doch, das kenne ich. Genau, unter das Druck, ich. Belogen, durch Anreize gelockt, gezwungen, gemobbt, bloßgestellt, beschuldigt, bedroht, bestraft und kriminalisiert werden musst. Wenn all dies als notwendig geachtet wird, um deine Zustimmung zu erlangen, kannst du absolut sicher sein, dass das, was angepriesen wird, nicht zu deinem, nicht Besten, zu deinem Besten ist. Das ist 100%. Also wir mussten leider abbrechen. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit 7 Unterschriften gesammelt. Die Leute kamen alle aus der Europapassage vom Shoppen. Wir haben auch ehrlich gesagt nicht so viel kritische Stimmen erwartet. Wenn ihr Ideen habt für ein neues Video, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich bin dann wieder auf den Straßen von Hamburg für euch unterwegs. Bis dann! Peinlich, ohne Ende. In Hamburg unterwegs. Läuft richtig gut. Ich wollte direkt so mit dem ersten Satz anfangen, habe ich schon wieder vergessen. Immer weiter um. Boah, das wird schwer. Wo ist eigentlich mein Teleprompter? Können wir sowas mal anschaffen? Ah, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, du brauchst jemand Neues. Ich hab mein Pulver verschossen. Okay. Und die Schuhe. Weißt du, was ich mir gestern... Ich muss mal kurz was anderes sagen. Ich habe gestern den Film Der Rausch geguckt. Kennst du den? Ja, da sind die Leute einfach und sagen, man soll einfach immer 0,5 Promille haben. Und dann läuft das Leben viel einfacher. Ich sag dir das nächste Video werde ich ein bisschen beschwipst machen. Was hältst du davon? Ja, dann sogar auf der Zielgeraden so ein Ding. Schnell mal zusammengefallen. Can't come to the phone. Cause I know it makes no sense. Ich will da unten jetzt mal hingehen. Also...